Wer nicht in Datenprodukten denkt, entscheidet aus dem Bauch heraus und nicht in Echtzeit. Mein Name ist Marcel Beckmann, ich bin bei der Valantik für den Bereich SAP Data Warehouse zuständig. Den führe ich und arbeite mit meinem Team zusammen im Bereich Datasphere und SAC. Hauptsächlich den Fokus auf Datasphere und seit 6 Monaten ganz klar BDC-Fokus. Ich möchte heute über Echtzeitanalysen und gerade datengetriebene Entscheidungen sprechen. Wir haben in den vergangenen Jahren gesehen, dass mit S4-Transformationen immer wieder verschiedene Anfragen aufkamen und gerade die Möglichkeiten im S4 mit Echtzeit-Reports gezeigt haben, dass es angenommen wird, dass der Bedarf besteht und mit dem Hype der letzten 1-2 Jahre KI-getriebene Entscheidungen zu treffen, kommen wir heute mit dem Thema BDC, glaube ich, genau an den Punkt, wo wir sagen können, beides wächst zusammen und beides können wir jetzt anbieten in einem Toolset der SAP. Wie spielt die SAP jetzt in das Thema mit rein und was macht es einzigartig? Muss ich ganz klar sagen, im Februar 2025 kam die SAP Business Data Cloud und mit der Business Data Cloud kam nicht ein neues Tool, sondern ein neues Konzept von der SAP. Wir haben bestehende Tools und Services wie die SAC, wie die Datasphere, die einzeln alleine sehr, sehr stark waren, wachsen noch dichter zusammen und werden gleichzeitig um Konzepte wie Datenprodukte erweitert. Industriestandards werden implementiert wie Paketfiles, wie ein Delta Share, was so für mich als analytischer Berater im SAP-Umfeld was komplett Neues ist. Dass die SAP nicht versucht, selbst die Welt zu erfinden, sondern dass die SAP sich bewährte Standards nimmt und mit in ihr Toolset integriert. Und ein weiteres Novum ist, dass die SAP auch gesagt hat, Machine Learning. Wir haben zwar eigene Ansätze gehabt, aber es gibt am Markt viel, viel stärkere Anbieter dafür. Und mit SAP Databricks hat man hier jetzt eine strategische Partnerschaft gefunden, um genau dieses Toolset, was die BDC bereitstellt, wirklich perfekt zu ergänzen und für jeden Fall etwas anbieten zu können. Und dadurch ist nicht nur der Fokus auf den einzelnen SAP-Kosmos nur noch vorhanden, sondern er geht weiter und auch Non-SAP-Tools, Non-SAP-Berater, Non-SAP-Menschen können zusammen auf dieser Plattform arbeiten. Und das ist für mich etwas komplett Neues und ändert wirklich auch meinen Arbeitsalltag. Was für mich ein aktueller Trend ist, und das mag für manche in altbacken klingen, ist Self-Service. Self-Service war früher, ein Endanwender konnte sich selber seinen Bericht zusammenklicken, aber Self-Service geht deutlich weiter. Self-Service ist mit den Tools, die die BDC anbietet, auch noch auf verschiedene Rollen bezogen. Wir haben in einem Unternehmen Rollen wie einen einfachen Entwickler, der mit den Daten arbeitet. Wir haben einen Konsumenten, der einfach nur Daten konsumiert. Aber wir haben jetzt neue Rollen wie einen Citizen Developer, der im Fachbereich sitzt, aber IT-Kenntnisse hat. Wir haben einen Data Engineer, der vorher gar nicht von dem Toolset so betreut wurde, wie es jetzt mit der Business Data Cloud geht. Wenn wir uns das anschauen, dass ein Data Engineer mit Databricks die perfekte Plattform hat und mit der Integration SAP Databricks können wir sofort auf SAP-Daten zugreifen. Wir haben mit der Datasphere einen Citizen Developer sehr gut enabled, dass er wirklich direkt loslegen kann und mit Datenprodukten arbeiten kann. Und wir können das Ganze abstimmen mit der SAC, dass ein Endkonsument darauf zugreifen kann, aber auch dort selber mit einer gewissen Governance zur Verfügung gestellten Datenmodelle verarbeiten kann, konsumieren kann. Und wir haben die IT, die das Ganze betreuen kann, Qualität sichern kann und am Ende des Tages wirklich jede Rolle ineinander greifen kann. Die Frage ist natürlich jetzt, welche Herausforderungen stellen sich für das Unternehmen, wenn man BDC als Toolset bewerten möchte? Wir haben eben gerade gehört, wir haben ganz viele verschiedene Rollen, die auf einmal auf einer Plattform zusammenarbeiten. Das heißt nicht nur, dass wir technologisch irgendwie ein Toolset haben, was uns für Self-Service enabled, sondern wir brauchen auch ein anderes Mindset. Wir haben nicht mehr die IT, die alles macht. Wir haben verschiedene Rollen. Wir haben den Citizen Developer, den man erstmal definieren muss. Wir haben einen Data Engineer, den man definieren muss, wo man auch Grenzen aufzeigen muss, wer macht was. Und das Ganze ist eigentlich viel mehr ein organisatorischer Change als einfach nur eine Tool-Migration. Das kennen wir aus anderen Migrationen, wenn wir immer eine weitere Evolutionsstufe gemacht haben, aber hier wird das viel, viel klarer. Und deswegen, ja, die BDC ist eine Antwort auf, was mache ich mit meinem SAP BW, was ich vor 15 Jahren mal implementiert habe, aber auch, was mache ich heute mit meiner Organisation und welche Skillsets brauche ich morgen, um genau dieses breite Toolset komplett ausnutzen zu können. Und deswegen ist für mich immer, ich brauche nicht nur das Toolset, sondern ich brauche auch das Mindset im Unternehmen, um wirklich den vollen Nutzen daraus zu haben. Was sind jetzt die nächsten Schritte, wenn es um Echtzeitanalysen oder datengetriebene Entscheidungen oder beides in einem geht? Ganz klar BDC evaluieren. Wir haben dort verschiedene technische Treiber, wie zum Beispiel meine BW-Modernisierung und das ist ganz klar auf der Hand.
das BW kann ich sofort in die BDC heben. Ich muss eventuell noch mal schauen, ob ich das aktuellste Support-Package dafür habe, damit ich migrieren kann. Aber auch das ist eher eine kurze Laufzeit. Bloß wir haben gerade gesehen, dass das kein technologischer Change ist, sondern vor allen Dingen ein organisatorischer Change. Und dafür sollte man sich von vornherein diesem Thema annehmen. Dafür haben wir unterschiedliche Formate, wie einen Discovery-Workshop, wie Workshop-basierte Vorprojekte, wo wir auch wirklich zusammen mit dem Fachbereich, und das ist ganz, ganz wichtig, den Fachbereich hier nicht abzuhängen, sondern mitzunehmen, weil der Fachbereich genau diese Rollen Citizen Developer, eventuell auch mal Data Engineer stellen wird. Und da brauchen wir dann genau die Leute, die mitentscheiden, aber auch mitgestalten wollen später einmal, weil die werden beim Data Product der Owner werden, die werden beim Data Product auch der Anforderer werden und die müssen später damit leben. Die IT als solches auch, aber sie hat nicht diesen Mehrwert aus den Insights, die sie daraus generieren können. Was sind jetzt Best Practices oder Use Cases, die mir direkt weiterhelfen können? Wir haben gerade gemerkt, dass wir extrem viele neue Stakeholder bei diesem Thema mit haben. Wir haben Citizen Developer, wir haben noch gar nicht über Prompt Engineers oder KI-Entwickler gesprochen, aber all diese Menschen, all diese Gruppen von Entwicklern, von Datenanforderer sind potenzielle Stakeholder in der BDC, sind Akteure auf dieser ganzen Landschaft. Und das heißt, wir haben Unternehmen dabei begleitet, diese Use Cases zu evaluieren, zu bewerten und auch auf schnelle Machbarkeit zu testen. Das heißt, wir haben vernünftige Konzepte Richtung Spaces, Richtung Berechtigung. Die können wir so aus dem Koffer ziehen und können auch direkt erzählen, wo es bei anderen Unternehmen geknatscht hat. Und dadurch auch gleichzeitig an dieser Use-Case-Evaluierung zeigen, welcher organisatorische Change im nächsten Schritt auch nötig ist. Bei dem ganzen Thema stellt sich jetzt natürlich die Frage, wie kann ich wirklich sicherstellen, meinen maximalen Nutzen daraus zu ziehen, dass ich die BDC einführe, dass ich die BDC als Plattform wirklich zentral im Unternehmen platziere. Wir haben eben gerade über verschiedene Herausforderungen gesprochen und da ist eigentlich auch schon genau der Kasus Knaxus. IT und Fachbereich muss an einen Tisch, muss, wie eben gesagt, Use Cases evaluieren und das Toolset dann auch für richtig und wichtig empfinden. Übrigens, in der SAC und Datasphere ist nicht nur Reporting, sondern auch die integrierte Unternehmensplanung. Wie das im Detail aussieht, erklärt euch gerne Manuel in einem anderen Video. Gucken wir 3 bis 5 Jahre zurück. Wir haben die Data Warehouse Cloud, die zur Datasphere umbenannt wurde. Wir haben die Business Data Cloud, die eingeführt wurde. Wir haben jetzt mit Datenprodukten eine komplett neue Basis, wie wir zukünftig reporten wollen. Und genau da wird in der Zukunft ein ganz anderer Mehrwert drauf liegen und ein ganz anderer Fokus. Wir werden viel, viel mehr über Datenprodukte reden, weil wir dort nicht mehr über Tools, sondern über Daten, über Strukturen reden, über Arten der Zusammenarbeit. Und dort wächst dann die Non-SAP-Welt und die SAP-Welt zusammen. Und man kriegt wirklich eine Plattform, eine Sprache im gesamten Unternehmen hin. Und ich glaube, das ist das Ziel von jedem Unternehmen, dass jeder die gleiche Unternehmenssprache spricht. Ein nächster möglicher Schritt geht auf unsere Discovery-Page, bucht den 2-Stunden-Call und wir sprechen weiter. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Hat euch das Video gefallen? Wir haben weitere Videos in unserer Trend-Talk-Serie. Schaut gerne rein.